So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:33 Uhr, der 11. August 2021. Mein Name ist Carlos Martins und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor und starten hier mit der rechten Seite 15.767. Wir sind unterhalb des Daily Pivots. Wir greifen jetzt prophylaktisch erstmal hier die 15.700 an. Da fehlen also aber auch noch einige Punkte. Ansonsten, wenn der Kurs oberhalb des Daily Pivots ist, wechseln wir das Ganze, indem wir dann auf die 15.800er Marke gehen. Ja, also erstmal gehen wir auf die 15.7 und dann gehen wir auch in die kurze Vergangenheit. 10er, 11er am Abend. Gestern Nachmittag oder Mittag die 22er Box ist direkt im ersten auch in den Gewinn gelaufen. Die 25er hier ist im zweiten in den Gewinn gelaufen. Und wir hoffen, dass wir heute ein bisschen mehr Volatilität reinbekommen. 12 Punkte spricht nicht dafür, dass die Vola heute besser wird. Aber mal gucken, ab 9 Uhr werden die Karten dann ja nochmal neu gemischt. Die Volatilitätsboxen, die grünen Boxen. Ja, und da sehen wir dann am frühen Morgen hier, gestern sind wir reingekommen, den Trade gemacht und danach war es in der Vormittagssession eher ruhig. Nachmittags sind hier nochmal ein, zwei Trades gelaufen und dann sehen wir hier erster, zweiter und dann war es doch relativ ruhig gestern. Die gesamte Trading Range können wir uns mal anschauen gestern. Ups. So, einmal hier wechseln. So, gestern das Tief. Hier das Hoch. Ja, 64 Punkte, das ist dann schon so ein bisschen alarmierend. Also 69 Punkte. Wir haben eine Durchschnittsvolatilität von 180 im Monat Mai gehabt. Juni auch relativ groß. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Also da muss man aufpassen und dass man da wirklich auch gute Boxen wählt, wenn man Box Trading macht, weil das ist, wie gesagt, die drei Möglichkeiten: Long, Short oder es läuft zäh und seitwärts. Und diese dritte Variante müssen wir natürlich aufpassen. Okay, wir sind aber gut durchgekommen, hoffen, dass wir heute auch gut durchkommen und gehen dann einmal in die größeren Zeitebenen und ich fange heute ganz oben an mit dem DAX. Neues Chartfenster, Vorlage, Zickzacklinie, Daily und wir haben hier oben nach wie vor, das ist das All-Time-High, da müssen wir rüber und Stunde Long, 4 Stunden Long, Stunde aktuell im DAX auch Long, 30 Long. Und 15 Short, 5 Short, also in den oberen Zeitebenen eher Long. Nächster Markt ist Gold. So, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Short. Also da ist bei Gold aktuell der Fall Richtung Süden, bei Öl 68, Daily sind wir Short, 4 Stunden sind wir Short und hier sehen wir nach wie vor, ja, die Unterstützung, die muss gebrochen werden bei 65 und dann sieht es gut aus, dass die Öltrades von mir auch nochmal ins Leben kommen. Stunde sind wir Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Basis Long. 4 Stunden Long, Short, Stunde Short, 30, 15. Also hier Tendenz eher Richtung Süden. Das gucken wir uns im S&P auch an. Leichte Wettervorhersage. Also Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long im S&P, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten auch Short. So sieht es im S&P aus. Kommen wir zum Bitcoin. Bitcoin Daily Long,
4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und wir sind in Richtung 46. Ja, und wenn wir das Gesamtbild uns anschauen, hier. So, wir hatten hier die Unterstützung beim Bitcoin. So, und jetzt der Schwung nach oben. Das 61er Retracement nach der Korrektur wäre dann bei 50.000, 51.000 Dollar. Wenn er da drüber ist, geht es weiter nach oben. Ansonsten wäre dann jetzt die 50% Korrektur von dem Tief. Könnte jetzt seitwärts laufen, also spannend. Ethereum 3200, auch hier sehen wir die Bewegung auch long und da sind wir 61, liegt bei 33,70, 3370 in Ethereum und das Tief bei 1600. Und somit mit der Kaffeesatzleserei und Wettervorhersagen schauen wir mal, wie es läuft. Also oberhalb des Daily Pivots 15,773 würde ich dann die Big Number wechseln. Und wo kommt die Vola-Box rein? 15.802, also 15.802 aktuell die Vola-Box. 15.802 würde sie rauskommen, also bei der Big Number oberhalb. Sekunden noch und wir sind oberhalb des Daily Pivots und ich gehe dann mal auf die 15807 und da müssen wir jetzt aufpassen, weil wir dann parallel auch ein die Blue Box, die Big, nicht Blue Box, die Vola Box reinbekommen. 1,3, was da schon wieder gespielt worden ist an meiner Software, 0,013. Okay, 10 Sekunden noch, dann geht's los. 6, 3, 2 und los. 9 Uhr, wir sehen dort oben die Vola-Box und die wird genommen anstatt der sogenannten Big Number. Also 15,787, wir müssen da richtig rein tauchen, damit die Order auch wirklich aus. Jetzt sind wir scharf geschalten auf den linken Bildrand. Linker Bildrand. Und das bedeutet, entweder Short bei 87, Long bei 15,802. Short im ersten mit leicht Slippage. Jetzt dünner Umsatz, da ist, das kann immer wieder vorkommen. Zum Regelwerk ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt. Und dann versuchen wir ein bisschen mehr mitzunehmen. Was wären die Zielmarken? Nach oben hin würde ich auf die 15.842 heute gehen. Das wäre hier. Nach unten würde ich auch auf die 46 gehen. So, das sind die Zielmarken jetzt. Bis wohin der Kurs mit mir laufen könnte. Erster Trade Short, zweiter Trade liegt bei 15.802, dritter Trade dann wieder bei 87, vierter wieder bei 0,2 und kommt Dynamik rein, hätten wir auch Zielmarke hier unten die Vola-Box, diese hier. Schauen wir mal. Also, erster Trade Short. So, wir stehen kurz vorm Landeanflug. Der erste Trade, 9:05 Uhr. Die ersten 5 Minuten sind rum. Eigentlich sollte der Trade jetzt gleich. Und Trade ist nach Hause gelaufen und wir gehen jetzt wieder rein. Und ich verabschiede mich für unser Videotagebuch Eröffnungstrade. Ich verabschiede mich. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter und dann bis morgen.